Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Dieser Wochenvlog beginnt nicht am Montag, sondern schon an der Woche davor, am Freitag. An dem Wochenende noch, wo ich davor aus dem Urlaub wieder gekommen bin. Ihr wisst, was ich meine. Oh Gott, dieser Stuhl ist kaputt. Ich lehne mich ein bisschen falsch. Ja, heute ist Freitag. Ich hatte eigentlich gar nicht vor zu vloggen. Jetzt auf einmal habe ich doch Lust zu vloggen. Ich wollte es halt erst Montag damit anfangen. Und natürlich kommt wieder ein Zug, wie typisch ist das? Also ich fange an zu vloggen oder zu filmen und dann das Erste, was dann kommt, in 2 Minuten immer, Zug. Naja, auf jeden Fall, wollte ich jetzt ein bisschen vloggen. Ich weiß noch nicht genau, was es zu sehen gibt. Ich werde gleich auf jeden Fall in die Shisha-Bar noch fahren. Und ich wollte euch was zeigen. Und zwar gibt es ja jetzt, also zum einen könnt ihr ab sofort Bäcker, also jetzt schon eine Woche vorher für euch jetzt, Bäcker bei Douglas kaufen. Das habe ich schon gesehen. Ich habe mir jetzt noch nichts gekauft. Ich wollte eigentlich noch Champagne Pop kaufen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Allerdings habe ich mir jetzt vor ein paar Tagen, das kam heute an, bei Galeria Kaufhof was bestellt. Weil bei Galeria Kaufhof in München ist ja Sephora jetzt vertreten mit ein paar tollen Marken. Und ja, da habe ich mir eine Sache gekauft, die ich schon in den USA wollte und die immer ausverkauft war. Auch in Spanien im Sephora war es leider ausverkauft. Und dann habe ich sie mir jetzt bestellt. Und zwar ist das von Kat Von D die Alchemist Holographic Palette. Gott, ich kann es wohl nicht aussprechen. Face and Eye Highlighter Palette ist das. Ich mache die mal kurz auf. Warte, ich hoffe, ich kriege es mal gerade mit einer Hand hin. Da ist zum einen so ein kleiner Spiegel drin. Und dann sind hier 4 Highlighter. Und seht ihr gar nicht gut in der Kamera. Der eine ist so ein bisschen lila, der andere grün, der andere so gelb und der andere so rosa. Die sind so ein bisschen, ja, holographisch, sage ich mal. Ein bisschen was Bunteres. Die könnt ihr fürs Augenlid nehmen. Wie gesagt, hier zum Highlighten. Und was ich auch schon öfter gesehen habe, ist, dass welche die so in den Lippenstift reintupfen, was auch sehr cool aussehen kann. Dann sieht das teilweise so ein bisschen metallisch aus. Und ja, die hat jetzt, glaube ich, 35 Euro gekostet. Ich hatte sie mir größer vorgestellt. Die ist wirklich winzig. Also ich finde, im Bild sieht sie jetzt hier auch so ein bisschen groß aus. Ist sie aber nicht. Also die ist recht klein. Ja, und die habe ich mir dann mal gegönnt, weil ich die unbedingt haben wollte. Genau. So. Ja, und jetzt warte ich noch kurz, bis ich abgeholt werde. Und dann geht es, wie gesagt, Shishan. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich versuche, mal gucken. Wir werden sehen, ob es mir gelingt. Ich kann es nicht garantieren, aber ich möchte ab Montag wäre der... Heute ist der 7., 8., 9., 10., wenn ich mich nicht täusche, Montag am 10., möchte ich anfangen mit so einem Fitnessplan. Also ich habe so 2 Fitnesspläne aus dem Internet ausgedruckt, die wird es 30 Tage gehen. Ich fange mit dem einen an, dann will ich den nächsten machen. Und dann habe ich noch 2 Fitnessbücher gekauft. Also mehr so Bauch, Beine, Po, aber auch ein bisschen gemischt. Also aber, ja, ja, also hauptsächlich möchte ich Bauch, Beine, Po trainieren. Und dann möchte ich das so machen, dass ich jeden Tag Fitness mache. 3 Tage die Woche möchte ich ins Fitnessstudio, meist Montag, Mittwoch und dann weiß ich noch nicht, ob Freitag oder Samstag, muss ich mal gucken. Ich denke mal, es wird eher dann Samstag werden, Samstagmorgen dann irgendwann, denke ich mal. Und die restlichen Tage möchte ich dann Sachen machen wie diesen Plan, halt den mache ich dann nicht 30 Tage durch, sondern wenn ich Fitnessstudio gehe, mache ich nichts von dem Plan, aber ich streite es dann immer durch, wenn ich eins davon gemacht habe, so in der Art möchte ich das machen. Und natürlich, jeden Tag Fitness ist nicht unbedingt gut. Also wenn man immer die gleiche Partie beansprucht, sage ich mal, bei den Workouts, jetzt wenn ich jeden Tag jetzt Bauch, Beine, Po mache, also jeden Tag jetzt, sage ich mal, die Beine trainiere, dann können die Muskeln gar nicht wachsen, was unvorteilhaft ist. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich muss mich da auch erstmal reinfinden. Wie gesagt, 3 Tage Fitness, dann mache ich so alles so ein bisschen immer. Und dann mache ich vielleicht Bauch, Beine, Po, dann gehe ich mal einfach nur laufen, dann... habe ich auch so eine Faszienrolle, dass ich da vielleicht ein bisschen nur was mitmache. Also so ganz verschiedene Dinge. Oder einfach mal wirklich so ein Full-Body-Workout im Internet. Gibt es ja auch genug. Und ja, dann möchte ich versuchen, jeden Tag Sport zu machen. Auf dem einen Plan steht auch mal eine Pause drin. Dann muss ich da mal gucken. Aber auf dem einen stehen zum Beispiel jeden Tag ein paar Sachen. Das ist immer dann eine halbe Stunde. Und wie gesagt, 3-mal in der Woche dann zum Fitnessstudio. Ich möchte gucken, ob das klappt. Ich weiß nicht, ob ich meinen inneren Schweinehund überwinden kann. Aber ich will es versuchen. Weil, ja, also ich will jetzt nicht sagen, ich bin unzufrieden mit meinem Körper, das ist eigentlich nicht so, also ich bin eigentlich schon relativ zufrieden, aber es geht halt noch besser und das möchte ich halt versuchen zu erreichen. Wie gesagt, gerade die Partien Bauch, Beine, Po, das ist alles so ein bisschen, ich sag mal, straffer, definierter,
ja, ein bisschen, ich will jetzt kein Muskelprotz werden, auf keinen Fall, bitte nicht. Aber schon so ein bisschen Muskelaufbau, so ein bisschen leicht und ja. Wir werden mal sehen, ob mir das gelingt oder etwa nicht. Aber Versuch ist es wert. Ich werde es mal testen. Vielleicht macht es mir richtig Spaß. Also ich meine, Fitnessstudio hätte ich auch nie gedacht, dass mir das mal irgendwann Spaß machen würde. Aber es ist nicht schlecht. Und ja, deswegen. Und Tabea meldet sich ja jetzt auch die Tage im Fitnessstudio an. Und dann kann ich mit ihr da auch immer zusammen hin. Das wird auch richtig gut. Ja, das sind so die Sachen, die ich euch jetzt sagen wollte. Ich hatte mir nämlich auch, das habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt, Sekunde, kommt mal mit. Hier wird es dunkel in der Ecke des Zimmers. Ich hatte mir hier auch ein paar Sportsachen nämlich bestellt. Und zwar sind das einmal hier diese, ich weiß nicht, heißen die Therabänder? Ich bin mir gerade nicht sicher, so Bänder. Das sind so 4 Stück, die kann man sich zum Beispiel so um die Beine machen. Das ersetzt dann so gesehen ein Gewicht, wenn man die dann auseinander macht und so, in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Und dann habe ich hier halt noch meine, Balance Roll, heißt es hier, Faszien Roll, Balance Roll. Habe ich mir auch noch gekauft, weil das auf dem Plan braucht man diese beiden Sachen. Deswegen habe ich mir die mal geholt, beides auf Amazon, glaube ich. Ja, das ist der Plan. Ich bin super gespannt, für alle, die sich vielleicht noch fragen, mit der Wohnung hat sich das jetzt bis November verschoben. Ich werde jetzt diesen Monat die Kündigung einreichen bei meinem Mieter. Und dann kann ich im November nach 3 Monaten halt rein. Ja, das ist der Plan. Im Dezember möchte ich mir dann meine 2, es werden jetzt 2. Ich habe mich auch dazu entschieden, dass es 2 besser sind. Ich habe mich noch ein bisschen mehr informiert, was gerade Sphinx-Katzen angeht. Also Nacktkatzen möchte ich unbedingt haben. Und da stand öfter dabei, dass die gerade die sehr anhänglich sind und wenn ich dann nicht zu Hause bin, dass die dann schon Begleiter, sage ich mal, brauchen. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich 2 Katzen holen, wenn es geht, ein Männchen und ein Weibchen, muss ich mal gucken, je nachdem, was sich dann ergibt. Und ja, das ist der Plan, deswegen freue ich mich schon auf, ich freue mich auf November erstmal in die Wohnung zu können und dann im Dezember, wenn ich meine kleinen Babykätzchen habe. Ja, genau, das ist der Plan und ich melde mich dann gleich nochmal in der Shisha-Bar, beziehungsweise werde euch auf jeden Fall da ein bisschen was abfilmen. Hallo ihr Lieben, heute ist der nächste Tag, es ist Samstag und es kam gerade ein schönes Set an. Und zwar habe ich mir, weil es wirklich stark reduziert war, bei Amazon von WMF ein Besteckset gekauft, was 60-teilig ist. Und ja, ich wollte halt ein bisschen... Hört ihr die Schafe draußen? Ich wollte mir da ein bisschen was Besseres kaufen, sag ich mal, von einer guten Marke. So sieht das jetzt aus und ja, ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Mag ich gern. Und ich denke mal auch, das wird nicht schnell kaputt gehen. Das wird, glaube ich, viele Jahre überstehen. Ja, das wollte ich euch nur kurz zeigen, wieder für meine Wohnung. Jetzt habe ich auch Besteck schon. Jetzt brauche ich noch Geschirr, da weiß ich noch nicht. Ich wollte wahrscheinlich was Rosanes. Da gibt es was mit Rosen und so. Mal gucken, vielleicht hole ich mir das noch. Ich weiß es noch nicht. Ja, aber das war das, wollte ich euch noch kurz gezeigt haben. Und ansonsten, ja, ich habe da noch 2 Pakete. Das ist eine Box und Aufbewahrung für den Schminktisch. Das werde ich jetzt noch kurz auspacken, ist aber nichts Besonderes. Also, und das werdet ihr auch in einem Video sehen, das ich gleich drehe. Mit der My Little Box werde ich auch noch gleich abdrehen. Ja, wie gesagt, ich öffne das jetzt kurz und dann gehe ich erstmal baden. So, es ist Sonntag schon leider wieder. Morgen leider wieder arbeiten. Oh Gott, oh Gott. Naja, ich bin jetzt geschminkt und ich habe schon 2 Videos gedreht. Hier hinten seht ihr das Chaos. Es war gerade aufgeräumt und ich mache wieder Chaos, wenn ich Videos drehe. Ich habe 2 Boxen gerade abgefilmt und jetzt juckt meine Nase gerade total. Ja, der Lippenstift kommt gleich runter, denn der ist jetzt beim Essen gleich nicht so gut. Ich muss gestehen, ich bin echt süchtig. Ich bin süchtig nach Ichiban, leider Gottes. Das ist nämlich sehr teuer. Aber gut, es ist, wie es ist. Es ist leider wirklich so. Aber meine Nase ohne Witz, sie juckt voll. Und es kommt natürlich wieder ein Zug. Egal, auf jeden Fall, ich bin ja am Montag in der Nacht wiedergekommen, letzte Woche. Und ja, am Montag war ich dann noch bei Ichiban. Jetzt gehe ich heute zu Ichiban mit Juliane. Und am Donnerstag gehe ich nochmal mit einer Arbeitskollegin. Naja, es ist halt so, ne? Und dann gehe ich aber auch erst wieder im August. Das muss ich mir selber jetzt schwören. Ich gehe erst wieder im August. Schaffe ich schon.
Ja, das sind so die Dinge, die ich kurz sagen wollte. Und ich muss gleich voll niesen. Oh, ich habe voll Heuschnupfen im Moment. Oh, eine Sekunde. Oh, sorry. Ja, auf jeden Fall. Jetzt dreht mein Auge vom Niesen. Geil, es ist ein Traum. Toller Vlog. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich fahre mit um 5, so Viertel nach 5, denke ich, wird Juliane kommen. Und dann fahren wir zur Ichiban. Danach muss ich mal gucken, ich spiele im Moment wieder WoW. Weil mein Bruder mich gefragt hatte, komm, hast du mal wieder Bock? Also er spielt immer nur diese 15, nee, es sind ja gar nicht mehr 15 Tage. Ich glaube, man kann ja jetzt spielen, bis man Level 20 hat. Das macht er jetzt momentan. Er hat immer wieder Bock. Und da habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall, bin ich auf jeden Fall dabei, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, und dann wollen wir es vielleicht heute Abend wieder spielen, mal gucken. Wenn ich dann noch Bock habe und er noch Bock hat, weil ich weiß nicht, wann ich vom Essen wiederkomme, muss ich mal gucken. Und sonst wüsste ich jetzt nicht, habe ich euch noch was zu sagen. Ich bin wieder zu Hause, bin wie immer vollgefressen nach Ichiban, also mir geht es gerade nicht so gut, aber egal. Ich habe übrigens eine neue Tastatur und die leuchtet auch cool. Guck mal, kann so viel Farben einstellen, richtig geil. Natürlich habe ich es auf pink, obwohl irgendwie hellblau sieht auch schön aus. Sieht eigentlich alles schön aus, aber ich lasse es pink. So, passend zu meiner Maus, die kann ich auch die Farbe wechseln, habe ich auch in pink. Ja, und jetzt wird WoW gespielt. Es lädt gerade. Ah, spielbar ist es schon mal gut. Geil. Ja. Jetzt spiele ich wieder eine Runde WoW, nicht lang, denke ich mal. Ich muss noch mal gucken, ob mein Add-on hier geht. Irgendwie war das letztens ein bisschen komisch. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen spielen. Und mir geht's nicht gut, mir ist es so schlecht. Naja. Ja, ich melde mich, denke ich, dann erst morgen wieder. Wo kann ich denn jetzt hier meine... Irgendwie... Muss ich mal gucken. Naja, also wir sehen uns morgen wieder. So, ich habe euch erzählt, dass ich heute am Donnerstag mit meiner Arbeitskollegin gleich zur Ichiban mal wieder gehe. Und also die war da noch nie und mit ihr gehe ich da jetzt nochmal hin. Und jetzt gehe ich erstmal in den DM, weil die muss noch ein bisschen arbeiten. Ich hatte jetzt frei. Deswegen dachte ich mir, mache ich mich mal auf den Weg zum DM einfach mal gucken. Und ja, das habe ich jetzt als erstes mal vor. Hallo, heute ist Freitag. Ich war jetzt nach der Arbeit. Ich habe ja freitags immer nicht ganz so lang, nur bis 1:15. Und war ich jetzt erstmal direkt in der Badewanne, wie man vielleicht sieht, meine Haare sind noch nass. Und jetzt gerade kam Post. Und zwar ein Paket von UPS, mit UPS. Und zwar von Nike, wie man sieht. Ja, ich war letztens, als wir im Zug waren, Richtung Frankfurt, also als wir in Urlaub gefahren sind. Im Zug gibt es jetzt immer WLAN. Und dann, ja, es waren 4 Stunden Fahrt und dann ist einem ja ein bisschen langweilig. Und... ja, dann habe ich mir tatsächlich, also ich wollte nur mal so gucken, was es für neue Schuhe gibt. Und dann habe ich mir tatsächlich diesen schönen Schuh gekauft. Oh mein Gott, ich finde ihn so wunderschön, so besonders, so, weil es halt so Kork ist. Und ich finde ihn einfach so unnormal krass. Also richtig, also richtiger Traum, ich liebe ihn jetzt schon. Und ja, der hat 130 Euro, glaube ich, gekostet, wenn ich mich nicht mehr täusche. Habe ich halt schon letzten Monat bezahlt. Der kam jetzt halt erst diesen Monat an. Aber richtig, richtig cool. Ich liebe ihn jetzt schon über alles. Und ich freue mich, den heute schon zu tragen. Denn ich mache mich jetzt langsam fertig. Ich will gleich noch ein paar Videos auch noch drehen, aber komme ich nachher noch zu. Und ja, mit schon Klamotten rausgeguckt, ziehe mich nachher an. Also erstmal eincremen und sowas alles. Und dann habe ich mir schon Kleidung rausgesucht.
Heute Abend geht's nämlich Skischauen mit der Jana. Wir wollten eigentlich ins Kino. Allerdings sind wir beide so die einzigen, so, die wirklich Horrorfilme gucken. Und dann dachten wir, ja, wenn wir jetzt mal zusammen ins Kino gehen, können wir einen Horrorfilm gucken. Aber es kommt kein Horrorfilm leider. Doof, es kommen auch nicht so spannende Kinofilme. Fluch der Karibik will ich eigentlich nochmal sehen, aber das kommt jetzt im Moment zu so blöden Zeiten, weil der schon so lang läuft, dass ich auch keinen Bock habe, um 5 im Kino zu sitzen. Von daher warten wir jetzt noch ab, bis halt der nächste Horrorfilm kommt. Und dann haben wir uns jetzt gesagt, ja, dann gehen wir zusammen Skischern und das werden wir heute machen. Und da werde ich die neuen Schuhe anziehen. Ja, jetzt mache ich mich erstmal weiter fertig, eincremen, alles Mögliche mich anziehen, Haare machen. Dauert ein bisschen. So, ich habe jetzt 2 Videos gedreht und zwar einmal ein DM-Haul und nochmal die Klatter und bin jetzt soweit fertig. Ja, und ich treffe mich mit Jana erst um 7 Uhr in der Shisha-Bar. Von daher habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit und ja, keine Ahnung, ich räume noch ein bisschen auf. Was sagt ihr eigentlich zu meinem Innenwinkel-Highlight? Ich habe das diesmal so richtig krass gemacht. Ich finde das eigentlich ganz cool, muss ich sagen, also... Ich glaube, für die meisten ist das nichts, aber ich finde es richtig schön. Ja. Ich habe heute 22 von Kardashian drauf. Ich fühle es gerade nicht ein, Kim Kardashian. Ja. Und den Lippenstift habe ich hier drauf und ich finde den richtig schön. Ich liebe den. Ja. Und jetzt, wie gesagt, räume ich noch kurz was weg ein bisschen und dann... Ist es soweit. Da gehe ich Shisha und ich freue mich. So, wie ihr seht, ich bin gerade unterwegs. Wir sind jetzt gerade beim Hornbach. Wir wollten so ein bisschen was gucken. Ich auch noch ein bisschen für meine Wohnung. Ich war gerade nämlich bei meiner Wohnung und habe die Kündigung überreicht. Das heißt, im November komme ich dann auf jeden Fall in die Wohnung. Das freut mich natürlich sehr. Deswegen, ja. Mein Mieter ist auch ganz nett. Und ja, jetzt geht's erstmal kurz in Hornbach. Okay, wir vloggen. Eiweißfrei. Man sieht euch eh kaum. Da haben wir ein gutes Konzept entwickelt. Und meine Tante, sie ist so im Westen, so dass man... Stell dir vor, wir wechseln von Beauty auf Alkohol. Das wäre ja... Wäre super. Meine Tante, ihr Mann dort. Dann wäre er doch, oder? Ja.